about to describe me. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not, 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 knocking. I'm not the same. Hi, grüß euch zu einem neuen Video. Heute haben wir einen C63S hier. Angegeben wird der Wagen mit 510 PS. Wir haben jetzt gerade Eingangsmessung gemacht und wir haben erreicht 547 PS und 755 Newtonmeter. Das ist für einen Serienwagen schon mal gar nicht schlecht. Wagner hat hier ein Ansaugsystem verbaut, inklusive deren Cuts. Da machen wir jetzt gleich eine Software dafür, auch Getriebesoftware, und dann schauen wir mal, was der Wagen bringt. Software ist drauf und gemessen haben wir auch schon. Schauen wir mal, was er gebracht hat, und zwar 611 PS mit 992 Newtonmeter nach EG korrigiert. Gleich geht's weiter mit einer E-Klasse, E63 haben wir ja am Prüfstand. Eingangsmessung waren 691 PS, streut auch gut nach oben. Jetzt machen wir Tuning drauf auf Getriebe und Motor und dann schauen wir, was er bringt. PS und 1074 Newtonmeter, das nenne ich mal eine ordentliche Ausgangsmessung. So lassen wir das Ganze. So, beide Autos haben wir jetzt fertig. Jetzt machen wir noch Messungen von 100 auf 200 und schauen wir mal, was wir für Ergebnisse erzielen. Wieder mal geht ein AMG-Tag bei LCE zu Ende. Bis zum nächsten Video. Ciao.